Am Dienstag um 21 Uhr startete dann auch die letzte Gruppe, Gruppe C, ins Turnier. England gegen Frankreich mit Rumänien und Kroatien noch in der Gruppe dürfte durchaus interessant werden. Und hier möchte man sich schon mal eine gute Ausgangslage herausspielen. Die erste dicke Möglichkeit gehörte den Franzosen. Bamba mit dem Abschluss und dann muss Gunn eingreifen. Starke erste Möglichkeit nach gerade mal 3 Spielminuten. Aber auch die Engländer nach vorne durchaus gefährlich. Madison legt den Ball auf die linke Seite. Barnes mit der Hacke zu Kelly. Einmal schön durchgesteckt. Dann der Flankenball von Calvert-Levin und Gray mit dem Kopfball. Aber aus zu spitzen Winkel bekommt er den Ball nicht mehr. Richtig aufs Tor gezogen. Der klatscht dann ans Außennetz. Da kommt Saar einen Schritt zu spät. Aber kein Problem. Die Engländer tendenziell etwas besser. Über die rechte Seite mit Calvert-Levin. Der war wirklich überall zu sehen, bringt den Ball zu Foden. Eigentlich der Fehler. Konaté macht's aber scharf aus eigener Sicht für den eigenen Kasten. Foden legt zu Madison. Schöner Abschluss, der das 1:0 schon verdient gehabt hätte. Weiterhin aber eine torlose Partie. Glück hier für Frankreich. Kurz vor der Pause dann Eckstoß für die Franzosen von der linken Seite. Da kommt zwar einer kurz, wird dann aber lang ausgeführt. Am ersten Pfosten dann Thuram mit dem 1:0. 36. Spielminute. Die etwas schmeichelhafte Führung für die Gäste. Das ist schwer zu verteidigen. Thuram steigt da am höchsten am ersten Pfosten und nickt ihn dann ein. Und er schlägt am zweiten Pfosten in den Kasten hinein. Zur Pause also 1:0 für Frankreich. Wie gesagt, das war etwas glücklich. England hatte etwas mehr vom Spiel, konnte aber keine Treffer erzielen. Die zweiten 45 Minuten starteten dann besser für Frankreich. Bamba über die linke Seite, legt den Ball nochmal raus zum mitgelaufenen Saar. Wieder über die linke Seite Bamba. Der kann von Van Bissek erstmal geklärt werden, aber Frankreich blieb dran. Dann dieser Kopfball und Thuram hat das drauf. 50. Minute 2:0. Super Ausgangslage für den weiteren Verlauf dieser Partie, aber dieser Kopfball ist wirklich richtig stark gesetzt. Noch besser als schon beim Eckball, der zum 1:0 führte im ersten Durchgang. Da ist auch wiederum gar nichts zu halten. Und England stand jetzt unter Druck. Wie gesagt, in einer Gruppe mit Rumänien und Kroatien sollte man am besten zumindest einen Punkt hier holen. Es kommen ja nur jeweils die Tabellenführer und der beste Tabellenzweite weiter. Da könnte auch das Torverhältnis noch eine Rolle spielen. Der Ball wollte nicht rein. Kopfball an die Latte. Glück für Frankreich. Und sie wollten noch einen drauflegen, die Franzosen. Aua, im Strafraum und der Abschluss von Toussaint ist auch nicht so schlecht, aber fand nicht den Weg ins Tor. Man sah hier aber, was für ein Potenzial in beiden Teams steckte. Da klang eigentlich jeder Name besser als der andere. Noch einmal die Engländer, vielleicht der späte Anschluss. Calvert-Levin treibt den Ball vom 16er zu Foden. Dann die Übersicht ist nicht schlecht, aber der Abschluss nicht gut genug. Ans Außennetz und dann war Feierabend. Frankreich gewinnt mit 2:0 über die 90 Minuten gesehen. Nicht ganz unverdient, aber der Punkt wäre für England sicherlich auch drin gewesen.